Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich habe Schwierigkeiten mit Lieutenant Anderson. Er ist instabil. Sogar feindselig. Gestern hat er mir in den Kopf geschossen. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Beunruhigt? Nein. Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich beunruhigt sein? Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich bin nicht von Bedeutung. Die Mission ist alles, was zählt. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Warum haben Sie mich gestern erschossen? Wen kümmert's? Du bist wieder da, oder nicht? Es gehen Speicherfragmente verloren, wenn ich zerstört werde. Das verlangsamt die Untersuchung. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich verspreche dir, dich nie wieder zu erschießen. Danke, Lieutenant. 79. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach Scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein. Nachdem, was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant.
Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300, Seriennummer 336-445-581. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Ugh!
Ich brauche Hilfe! Gut, dass du hier warst, sonst wäre ich... Connor. Connor, nein.